Liebe Astro-Rebellen, herzlich willkommen zu eurem astrologischen Kanal. Ich bin Emmanuel von Zenstern, euer astrologischer Lebensberater. Und das ist die allgemeine Monatsprognose für März 2021. Hallo meine liebe Waage, zwischen 1. und 3. März hast du einen positiven Aspekt. Es handelt sich um Venus Sextil Uranus. Am Monatsanfang wird deine Persönlichkeit einen Ausgang darin finden, spielerisch und unterhaltsam zu sein. Man könnte neue Möglichkeiten suchen, Geld zu verdienen oder sein Aussehen zu verschönern. Im Bereich der Finanzen könntest du eine Veränderung herbeiführen, die sich langfristig als positiv erweisen wird. Eine Frau oder Arbeitskollegin wird dir behilflich sein oder wichtige, fröhliche Neuigkeiten geben und du wirst dich mit ihr intensiv beschäftigen. Am 4. März hast du Mars in Zwillinge eingetreten und das heißt, bis 23. April können deine zwischenmenschlichen Beziehungen dazu dienen, deinen Lebenshorizont auf irgendeine Art und Weise zu erweitern. Diese Aussage gilt im geschäftlichen sowie im privaten Sektor. Themen wie Bildung, Umzug, Papierkram, Seminare oder Reise können in den Vordergrund treten. Am 5. März haben wir Merkur-Konjunktion Jupiter. Du bist dabei, neue Initiativen zu ergreifen, die mehr Spaß und Abwechslung in deinem Leben hineinbringen. Sportliche, soziale und kulturelle Belange sind hervorgehoben, auch die Planung und Durchführung von Freizeitaktivitäten sind begünstigt. Elternteile und Großeltern werden sich vieles mit ihren Kindern vornehmen. Zwischen 6. und 11. des Monats haben wir Sonne-Konjunktion Neptun. Vielleicht setzt du dich an diesen Tagen mit dem Gesundheits- und Ernährungsthema auseinander. Man sollte für mehr Sauberkeit und Ordnung im Alltag sorgen. Zwischen 12. und 13. haben wir einen süßen Neumond in Fische. Ein Arbeitswechsel ist nur möglich, wenn man sich in Bezug auf einen neuen Job sich gründlich über alle Sachverhalten, Abläufe und Zusammenhänge informiert hat. Es kann auch vorkommen, meine liebe Waage, dass man bis Mitte April mehr Rücksicht auf sein Wohlbefinden nehmen wird. Zwischen 14. und 16. haben wir Sonne Sextil Pluto. Man kann mit diesem Aspekt viel Hintergrundarbeit zu Hause leisten. Deine Beziehungen zu einem Familienmitglied oder alten Bekannten dürften sich drastisch verändern. Wir haben dann am 15. Merkur in Fische eingetreten. Bis 4. April wirst du dir endlich mehr Klarheit über eine Person oder Sache verschaffen können. Ein Arztbesuch kann erforderlich sein. Zwischen 17. und 19. haben wir Venus Sextil Pluto. Eine Krisensituation ist bei dir selbst oder bei einer Person, die dir nahe steht, möglich. Man sollte sich nicht von schlechten Emotionen oder Gefühlen führen lassen. Positiv betrachtet kann man in der Liebe gute Ergebnisse erzielen. Danach, zwischen 20. und 21. März, haben wir Sonne und Venus in Widder. Bis Mitte April werden deine zwischenmenschlichen Interaktionen und Beziehungen eine zentrale Rolle beim Erreichen deiner eigenen Ziele spielen. Zwischen 22. und 24. haben wir leider einen Spannungsaspekt. Es handelt sich um Merkur Quadrat Mars. Man dürfte sich einfacher als sonst unter Druck setzen. Missverständnisse, Verzögerungen oder Fehlhandlungen können vorkommen. Wir haben danach zwischen 25. und 27. Sonne-Konjunktion Venus.
Vergebene müssen stärker daran arbeiten, ihre Beziehungen gerechter zu gestalten. Arbeit in der Öffentlichkeit ist begünstigt. Am 28. haben wir einen schönen Vollmond in deinem Zeichen, meine liebe Waage. Bis Mitte April wirst du dein persönliches Auftreten verbessern und damit deine Anziehungs- und Überzeugungskraft stärken können. Und dann zum Schluss haben wir zwischen 29. und 31. Sonne Sextil Saturn. Positive Entwicklungen sind in den Bereichen der Liebe, Behörde und Arbeit am Monatsende zu erwarten. Meine liebe Waage, mit diesen Aussagen bin ich fertig. Wenn du eine individuelle Vorausschau für die kommenden Monate und Jahre brauchst, bin ich immer da für dich. An dieser Stelle würde ich dich darauf hinweisen, falls du es noch nicht getan hast, diesen Kanal zu abonnieren, damit wir schnellstmöglich 10.000 Abonnenten erreichen. Ich wünsche dir viel Glück und Erfolg im März 2021. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.